Nein, nein, musst du ja nicht wissen. Alles gut, alles gut. So, da haben wir vorne. Wie heißt du? Leo. Leo, was machst du, Leo? Schule. Wie alt bist du? 20. 20? Ja. Bist du oft hocken geblieben? Oder? Schule mit 20. Das ist nach mir so, ja. Schule. Wie alt bist du? 29. Hey, aber wir lernen gerade Drehsatz. Das ist geil. Sehr gut, Leo, ich möchte immer ein bisschen die Leute kennenlernen und es gibt so eine Frage, da weiss man sofort, mit was für Sorte von Menschen man es zu tun hat. Mein bester Freund ist Journalist und der hat mir gesagt, wenn man dir vorgestellt, weiss man sofort, was für ein Typ da einem gegenüber ist. Und zwar ist das die Frage, was ist dein Hintergrundbild auf deinem Handy? Ein Berg. Ein Berg? Was für ein? Ich weiß nicht. Und wieso ein Berg? Pilatus. Ja, ich schlafe vor dem Berg. Du stehst vor dem Berg. Genau. Boah, jetzt wird's noch. Also herzlich willkommen zur Sternstunde Philosophie. 20 vor 12 in der Nacht. Es wechselt, den Punkt 12 wechselt es zur Nachtwach. Jetzt ist es noch philosophisch und nachher erzählt der Leo von seinen Problemen. Warum überhaupt? Warum überhaupt unter am Berg steht? Was willst du? Da ist eine Wand hinter mir. Was machst du, dass du unter am Berg stehst? Was willst du erreichen, sozusagen? Ja. Schulabschließung. Mach mir zuerst das kleine Tipp, aber ist okay.